Beginnen wir mit einem Anfangsgebot von $10,000. 10.000? Danke, Miss. $10,000. Ich wusste nicht, dass du in Espen was besitzt. 15.000. Ich besitze eine Menge. Dollar, alle Achtung, wir haben ja wohl echte Schneefans. 19. $19.000, danke, Sir. Eine Woche purer Luxus in Amerikas nobelstem Skigebiet. $24.000. Frisches Blut. $24.000 sind geboten, höre ich von Ihnen. 25.000. Das Geld war für dich. Und jetzt ist es für jemanden, der es braucht. Wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich dich dafür anbeten soll oder versohlen. $24.000 zum ersten. Ich denke, ich. Zum zweiten. Nehme Option 2. Verkauf an die junge Dame in Silber. Christian ist vor der Tür. Willst du ihn sehen? Ich bin deinetwegen hier. Er hat mir erzählt, was passiert ist. Ich weiß, dass du furchtbar leidest. Es tut mir so leid. Du darfst ihn mit seinem Namen ansprechen. Er spricht über dich die ganze Zeit. Er macht sich Sorgen um dich. Ich habe Angst. Ich weiß, du sagst, ich würde dir genügen. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die du gewohnt bist zu bekommen und die ich dir nie, niemals im Leben geben kann. Und es mag funktionieren, für den Moment aber. Als du gegangen bist, habe ich mir geschworen, damit aufzuhören, wenn das dazu nötig ist, dich zurückzubekommen. Ich habe damit abgeschlossen. Du bedeutest mir mehr als alles andere. Ich will dir so sehr glauben. So sehr. Aber ich kann nicht. Anna, gib mir deine Hand. Das bin ich. Alles von mir. Habe ich erwähnt, dass es ein Maskenball ist? Der Maskenball gibt dem Film etwas Mysteriöses. Er wird von Christians Eltern für wohltätige Zwecke veranstaltet. Er ist gewaltig und voll satter Farben. Das sieht unglaublich aus. Eine der größten Szenen in Gefährliche Liebe ist die große Maskengala. Das war ein riesiges Unterfangen, das ich Nelson Coates, unserem Produktionsdesigner, hoch anrechne. Es ist ein wahrer Augenschmaus. Es gibt sogar Feuerspucker und Akrobaten. Echt unglaublich. Wir hatten 200 Gäste, alle in venezianischen Masken und Kostümen. Jede einzelne Maske wurde mit einer passenden Kopfbedeckung geschmückt. Diese passte zu jedem der Kostüme, das war fantastisch. Der ganze Drehort war eine Explosion von Farben. Die Kostüme und das Bühnenbild und diese venezianische Kulisse, das ist ein ziemlich magischer Moment. Es ist üppig, es ist sinnlich und es sieht fantastisch aus. Es ist einer dieser Orte, bei denen man denkt, ich wünschte, ich wäre dort. Die starren uns alle so an. Nicht uns. Dich. 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe. Ab 9. Februar im Kino. Ich will dich zurück. So etwas liegt mir nicht. Ich wollte es nie nochmal versuchen. Lass uns essen gehen. Okay, gut, ich gehe mit dir essen. Denn ich habe Hunger. Aber wir werden nur reden. Dann musst du schon schneller sein, Gray. Was willst du, Anastasia? Keine Regeln. Keine Geheimnisse. Sieh ihn aus. Rumstehen und zusehen? Ja. Dein Freund hat einen gewissen Ruf. Willst du dich einsperren lassen? Oder respektiert werden? Denkst du, du bist die erste Frau,
Buffy versucht hat, ihn zu retten? Wenn dir etwas zustoßen würde, könnte ich mir das niemals verzeihen. Oh, 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 no.